Deutschland hat mich wieder. AdBlue 1.39.9. Die sind noch nicht ganz dicht, ey. Das ist natürlich mal doof. Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zu einer neuen Folge. Ja, Kaffee läuft. Wir haben es jetzt, wie spät haben wir es denn jetzt? 6:15 Uhr. Ich habe normalerweise Abladetermin zwischen 8 und 9. Er kam ja gestern noch an, wo ich abladen muss, ist gleich hier vorne. Er kam gestern, als er Feierabend machte, noch an und sagte, wenn du willst, kannst du auch schon um 7 reinkommen. Oder ab um 7. Das werde ich wohl auch tun. Ja, dann nochmal danke an Ingo für das Frühstück heute Morgen. Es klopft auf einmal um 4:30 Uhr. Hier. Ingo. Dann waren wir hier im Backhaus frühstücken. Total geiler Laden. Also das muss ich mir, wenn ich in Bremen bin, echt merken. War gut. War lecker. Hat gut geschmeckt. Der Kaffee war auch super. Ja. So, jetzt koche ich mir hier einen Kaffee für den Tag. Ja, und dann ist es auch schon bald. So. Bald soweit mit Arbeiten. Na, hat ein lustiges Gespräch heute. Wir haben so ein bisschen über die Italien-Driver-Zeiten geplaudert und Night-Bandit-Zeiten. War lustig. War schon lustig heute Morgen, Ingo. War schon gut. Ja, nicht wundern, dass das alles ein bisschen anders aussieht wahrscheinlich. Ich habe Ingo mal eine Kamera von mir gegeben. Die hat er mir wiedergegeben. Und die will ich jetzt in dieser Folge oder heute den Tag über mal ausprobieren. Mal gucken. Vielleicht nehme ich die öfters. Ich habe die damals zu Italien-Driver-Zeiten schon gehabt, die Kamera hier. Und ich war eigentlich immer begeistert. Ich muss mal gucken nachher im Schnitt, wie der Ton ist. Aber das wird schon. Ja. So, Kaffee. Dann muss ich hier noch aufmachen. Weil, habe ich mir auch noch nicht gemacht. Um 7 die Karte reinschmeißen, abladen, fahren und dann gucken wir mal, was die Rest der Woche noch so bringt. Schauen wir mal. Jetzt musste ich einmal rumfahren, ne? Einmal komplett rum. Ja, nützt ja nichts. Wenn man nicht umdrehen kann. Hier muss ich doch rauf. Bla. Hier muss ich doch rauf. Jetzt bin ich fast vorbeigenagelt. Es ist jetzt 7:15, ja, und war jetzt nicht ganz um 7 da. Ich denke mal, erschießen wird er mich nicht gleich. Hoffe ich doch mal. Aber hier ist auch nichts los. Also nicht viel zumindest. Geil, nur stehen kannst du hier nirgends. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Dass hier morgen, heute Morgen alles voll ist. Aber komisch, zu mir sagte er gestern, man darf über Nacht nicht stehen, aber hier stehen so viele Leute, die gestern schon hier waren. Das ist irgendwie komisch. Das ist echt irgendwie komisch. Nochmal um, stellen wir uns eben den. Und dann melden wir uns mal an, ne? Oh, ja. Oh Mann, ey. Achso, habe ich ehrlich schon erwähnt, dass heute Bergfest ist. Heute ist Bergfest. Geh mich mal anmelden. Ja, wenn fertig ist, ist es fertig, ne? Aber gepfiffen, da werde ich hinterher gepfiffen wie so ein Hund.
Schlimm. Schlimm sowas. So, Ford und so weiter, also wieder rauf feuern. Jetzt komme ich auch natürlich nicht weg, weil ich hier vorne zwei hingestellt habe. Oh. Es ist alles nicht wahr, ne? Mal gut, dass links neben mir kein Trailer stand, ansonsten wäre es mir nichts geworden hier. Hier ist aber auch verdammt wenig Platz. Hier ist echt verdammt wenig Platz. Hier ist zwischendurch mal irgendwo Platz frei geworden. Dann stelle ich mich neben den Check, ganz einfach. Oh. Nee, Van Lu, da stelle ich mich jetzt hinter. So, ich hole mal Papiere. Oh. Nur lauf die Schranke hier. Will er mich nicht rauslassen, oder? Ja, es geht denn jetzt leer nach Schwartau. Wenn er mich denn hier mal jetzt rauslassen würde. Und dann, ja, keine Ahnung. Irgendwo hin. Nochmal. Oh, gleich fahre ich durch die Einfahrt raus. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, was hast du jetzt anders gemacht als ich? Wie soll ich das jetzt verstehen? Dass er rauskommt und ich nicht? So, wir haben mal kacken frech mit der gefahren. Alter, die Einfahrt ist offen. Warum lassen die Ausfahrt denn nicht auch offen? Es gibt Sachen zwischen Himmel und Erde, die verstehe ich nicht. Naja, egal. So, dann ab nach Bad Schwartau. Das nicht vermisst habe. Mal also gar nicht. Und ich bin noch nicht mal Hamburg. Ich bin noch auf A1. Zwischen Siebetal und Dippersen. Wir haben es 9:45. Thank you.
Und ich tippe mal, es wird einfach nur einspurig. Wollen wir wetten? Hundertprozentig. Da gehe ich jede Wette ein. Und nur wieder Egoisten unterwegs. Solche Arbeiten muss man auch am Tag machen, ne? In jedem anderen Land, in jedem anderen Land wird sowas nachts gemacht. Nein, in Deutschland muss man das am Tag machen. Flicken. Echt, das ist echt nur in Deutschland so. Naja. Was soll ich sagen, ne? So, wir fahren jetzt durch das Stück, was meiner Meinung nach platt gemacht werden sollte, bis zum Kreuz Lübeck, zum Platz. Und da schauen wir dann mal, was kommt. Ich habe da schon was gehört, eine Vermutung, aber ich sage das mal nicht zu laut. Wir warten es mal ab. Wir schauen mal, wie das so schön heißt. Ich hab doch was vergessen. So. Nun habe ich alles. So, noch in der Firma umgesattelt. Ich war mal wieder ein bisschen länger in der Firma, ich war noch duschen, wie ihr unschwer erkennen könnt und unschwer riechen könnt. Ich habe mich 2 Tage nicht geduscht, weil das nämlich nicht so wirklich. Ja, hatte ich ausgesucht. Ach ja. So. Ja, die winken immer. Was habe ich jetzt vorher sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Achso, ich muss aber zu Hause vorbei. Ich habe ein kleines Klamottenproblem. Beziehungsweise ein Unterhosenproblem. Weil irgendwie habe ich von allem genug mit. Nur keine Unterhosen. Da muss ich wohl nochmal zu Hause. Und ein bisschen was einkaufen muss ich auch noch. Weil irgendwie ist im Kühlschrank auch Ebbe. Naja, machen wir jetzt mal eben. Liegt ja auf dem Weg. Achso, es geht nach Breslau. Es geht nach Polen. Mhm. Morgen ausladen. So. Das Unterhosenproblem ist gelöst. Ich habe jetzt auch für den Notfall auch noch mal 2 T-Shirts mitgenommen. Sicher ist sicher. Nun ist mein Schrank auch ratzeka leer. Was ich in Überfluss habe, sind Socken. Also ich frage mich, wo nach dem Umzug meine ganzen Unterhosen geblieben sind. Ich hätte immer so viele. Keine Ahnung. So, meine Lieben. Dann reiten wir jetzt mal los nach Breslau. Einkaufen. Oh, Polen. Ist da eh günstiger. Und viel brauche ich auch nicht mehr. Trinken habe ich jetzt auch das letzte von zu Hause mitgenommen, also alles gut. Verhungern und verdursten werde ich schon nicht. Denke ich. Achso, der will hier rein.
Tja, Mädchen. Hättest du mich rausgelassen? Die quälen sie da tatsächlich durch. Also, da, ich verstehe das immer nicht, dass die Leute keine Geduld haben mehr heutzutage, ne? Oh ja, egal. Egal, so, ab nach Holland. Das war mal gar nicht so schlecht, zwischendurch mal auf den Tacho zu gucken. Alter, wird den da so verbogen? Ja, es war gar keine so schlechte Idee, mal auf den Tacho zu gucken, weil nämlich meine ersten 4,5 Stunden heute nämlich rum sind. Ja, ich weiß, ich hätte jetzt die 4,5 Stunden vollfahren können, hätte nochmal Pause machen können und hätte dann nochmal 2 Stunden fahren können. Ich weiß, aber warum? Ich habe jetzt meine Tageslenkzeit von 4,5 Stunden voll gemacht, mache jetzt eine 3-4 Stunden Pause und ziehe dann lieber nochmal 4,5 Stunden durch, als jetzt die 4,5 Stunden durchzufahren und nochmal 2 Stunden zu fahren. So mache ich das zumindest immer. Ja. Oh, ich weiß gar nicht, wie spät ist denn das jetzt? Gar kein Radio an. Das Radio hätte es jetzt gewusst. Keine Ahnung. Ja, Auto Fitstock. Auch nochmal geguckt, ob es in Ordnung ist. Ist auch unser eigener Trailer, steht nur nicht dran. Ja, morgen ausladen. Und ich weiß gar nicht, ich habe zwar gefragt, aber ob es was zurückgibt morgen. Ich weiß das gar nicht. So wirklich. Ich weiß das nicht. Ich habe auch gerade schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Also... Ja. Einfach vergessen. Liegt am Alter. Wahrscheinlich schon ein paar gepresst oder so und futtert die selber. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ja, also wenn die Frau mal Halsschmerzen... Schwärmer soll auch gegen Halsschmerzen helfen. Ja, also wenn die Frau mal Halsschmerzen hat, ne, dann wisst ihr wohin damit, ne? Oh Gott. Ja, soll echt so sein, ey. Das ist keine Lüge. Oder fragen Sie Ingo. Ich sag euch Leute, Müll spricht aus Erfahrung. Nur aus Erfahrung. Ja, ich hab das gehört. Ne? Der muss man das auch ausprobieren, oder nicht? Und hat geholfen. Alter, die haben ihr Team, ne? So Leute, somit seid ihr denn im Video Folge Nummer 63. Habt ihr gut gemacht. Und ich mache jetzt Feierabend und ja, morgen geht's weiter, morgen früh um 5. Ed, ihr seid jetzt im Video mit euren Sprüchen. Soll ich mal die Ob-der-Frage stellen, ob der Kaffee wohl bald fertig ist? Klingt zumindest so. Guten Morgen. Es ist Donnerstag. Oh. 4:33 Uhr.
Und es ist stockfinster draußen. Stockfinster. Oh. Und die Lust ist so zwischen nö, zwischen müde und irgendwas zwischen muss das sein. Aber es kann sich noch ändern. Hoffe ich. Oh Mann, Alter. Ich werde erstmal wach, richtig wach. Und dann sehen wir weiter. Oh Mann. Ah, fertig. Kaffee ist fertig. Der Kaffee ist fertig. Und jetzt, Prost. Oh, was Kaffee und frische Luft, ne? Machen einen sogar ein bisschen wach. Das ist 4:53 Uhr. Mach nicht so einen Krach da draußen. Hier, ist ja hier der Parkplatz. Ist dunkel wie ein Weiberarsch. Echt. Ich bin ja gleich mal gespannt, wie die Zündung einmal, ob noch genug, ob noch Diesel da ist. Weil sowas, ich bringe das in letzter Zeit öfter mit dem Diesel. Aber manchmal. Ich weiß auch nicht. Mir ist nämlich schon mal in Deutschland auch schon mal Diesel geklaut worden. Und das hatten wir vor kurzem auch erst in der Firma. Auch in Deutschland. Dass Diesel weggekommen ist, deswegen. Ich weiß, ich sehe schon die Kommentare, dann stellt man sich da nicht hin, wenn man die Bedenken hat. Ja. Das stimmt, aber man muss auch mal das Gute glauben, an das gute Menschen glauben. Mache ich selten, ich weiß. Sehr selten inzwischen. Aber ja. Manchmal tue ich es noch. Und ich glaube ja nicht bei jedem das Schlechte. Aber ist egal. Es ist noch früh, ich rede noch wirres Zeug. Lasst euch davon nicht. Ne? Oh. Ich feuer gleich die Karte rein und dann geht das um 5 los. Und wieso blinkst du schon wieder? Baby blinken? Nee. Oh, egal. Ja. Es geht gleich weiter. 194 Kilometer, 2 Stunden 50 soll man brauchen. Bin gespannt. Ich bin gespannt. Ach komm, Leute. Eine geht noch. Ich bin um 4:15 Uhr aufgestanden. Das ist jetzt meine zweite. Genau. Alter, das ist keine Baustelle, das ist eine Frechheit, ey. Alter. Wahnsinn, ey. Das ist echt eine Frechheit, teilweise. Alter, Gevatter. Tja. Jetzt weiß ich ja, warum einige polnische LKWs so aussehen, wie sie aussehen. Das ist der Hammer. Das ist echt der Hammer.
Also es gibt so Tage, ne? Es gibt so Tage, da könnte ich mein Navi ganz zärtlich aus einem Armaturenbrett reißen und einen Mülleimer hauen. Echt, also... Da ist angeblich eine Hauptverkehrsstraße für LKWs gesperrt. War sie aber nicht. Wollte mich quer in die Stadt leiten und hab mich in Straßen reingeschickt, wo für LKWs gesperrt war. Gehe ich da mal rechts in der Annahme, wie die Einfahrt ist? Ja. Gehe ich mal rechts in der Annahme. Echt, ey. Ein Witz. Das ist echt ein Witz. So, bin da. Ich glaube, Tadek, wir müssen mal Polnisch üben. Naja, ich laufe doch mal zu den netten Herren zurück. Alter Schwede, ey. Leute. Ich erlebe, also ich mache den Job seit 26 Jahren, ne? Und ich erlebe irgendwie immer wieder was Neues. Es ist der Hammer, ey. Jetzt war ich an der einen Schranke, jetzt muss ich zur nächsten fahren. Da muss ich jemanden anrufen, der garantiert auch kein Deutsch spricht. Weil ich auch so gut Englisch kann. Oh. Unglaublich. Ich mag da gerade nicht drüber nachdenken. Willkommen in Polen. Ruf ich mal an, wa? Bin gespannt. Bin echt gespannt, was das wird. So eine Sprachbarriere ist schon was Tolles, ne? Aber so wie ich ihn verstanden habe, kommt um 9 einer mit einem großen Stapler. Also, wir haben einen großen Stapler hier, aber die haben wohl vor 9 erst keine Zeit. Naja, gurte schon mal alles soweit ab, mache alles soweit fertig, dass sie nur runternehmen brauchen. Ist nur das eine Maschinchen, wiegt übrigens 13 Tonnen. Wie ich gestern sagte, 12. Passt auch gerade so rein, ne? Ist hier gerade ein sagenhaftes Schauspiel. Ein sagenhaftes Schauspiel. Die versuchen gerade mit 3 Mann einen Gabelstapler oder den Gabelstapler zum Abladen, zum Laufen zu bringen. Seit, ja, fast einer Stunde. Die waren pünktlich um 9 hier. Manchmal versuchen sie seit einer Stunde, fast einer Stunde, ist jetzt 10 vor 10, den Stapler zum Laufen zu kriegen. Es ist ein sagenhaftes Schauspiel. Wenn es nicht so kalt wäre, würde ich ja aussteigen, aber es ist schweinekalt draußen. Es ist ja schon wieder wild am Telefonieren. Aber das Gute ist, von den Monteuren hier spricht wenigstens einer Deutsch. Es wäre ein Hub, ne? Ich wäre in 5 Minuten wieder weg. 10 Minuten mit dem Auflieger wieder zusammenbauen. Es gibt Dinge, die sind mir sogar neu. Und das ist wieder eine davon. Steht übrigens da drüben. Da. Auf der Seite. Da. Jo. Naja, warten wir noch weiter, ne? Der Tag ist ja noch jung. Also in einer halben Stunde bin ich dann 3 Stunden hier, ne? Und zwar ist der Schlüssel abgebrochen vom Stapler. So, und da es nicht der Schlüssel von dem Stapler war, sondern ein Fremdschlüssel, versuchen sie jetzt das Zündschloss zu reparieren.
Ja. Ach ja. Was ein Glück, dass heute schon Donnerstag ist, ne? Was ein Glück. Zurück schaffe ich es heute eh nicht mehr. Aber es ist mir egal. Ich muss erstmal leer werden, ne? Und dann können wir uns auch mal im Rückweg Gedanken machen. Ich wundere das eigentlich, dass noch gar keiner angerufen hat. Warum ich hier so lange stehe. Irgendwas hat er doch gestern gesagt. Ich habe es aber nicht ganz verstanden. Warten wir. Das Gute ist, wir kriegen auch fürs Warten bezahlt, ne? Jo. So, es geht jetzt los. Geht jetzt ganz fürchterlich los. Der Servicemonteur war da. Hat ein neues Zündschloss eingebaut. Dann kann es losgehen. Dann kann es jetzt losgehen. 4 Stunden hat das jetzt gedauert. Jetzt bauen die noch die Zinkenverlängerung ab, weil die ist zu breit, dann kommen sie nicht rein. Und dann geht er los, ne? Wahnsinn. So, ich muss jetzt mal sagen, ich habe von einem Polen seit heute, ich meine, eine schlechte Meinung hatte ich nie, aber nochmal wieder eine komplett andere Meinung. Ich habe mich mit denen richtig gut unterhalten. Ich meine, mit unserem Tadek kann ich mich auch sehr gut unterhalten, aber mit ihm auch. Ich habe echt eine komplett andere Meinung bekommen. Eine komplett andere. Bin total begeistert irgendwie. Der hat alles möglich gemacht, alles, damit dieser Gabelstapler läuft. Ja gut, im Endeffekt blieb halt nichts anderes übrig. Servicemonteur. So, Servicemonteur. Es geht, wir fahren jetzt erstmal Richtung Berlin. Es geht irgendwie, soll die Küritz oder so zurückladen. Küritzer Ecke. Viel weiter komme ich heute sowieso nicht. Aber wir fahren dann jetzt erstmal Richtung Berlin. Und dann schauen wir mal von der Auffahrt da. Bis jetzt nämlich noch nicht. So, Karte wegbringen. Ja, das ist dann auch so ganz toll. Man baut in einer, ja, Autobahnbaustelle einfach mal einen Kreisverkehr hin.
polnische Baustelle, ne? Oder polnische Baustellen, besser gesagt. Also das, glaub mir, das ist nicht der einzige. Ich habe mich heute Morgen im Dunkeln fürchterlich erschrocken. Aber richtig fürchterlich erschrocken. Das ist schon krass. Weißt du, der Klötern hört zum Flaschen im Kühlschrank übrigens. Alter Schwede. Und da hinten geht die Baustelle weiter. Wahnsinn. Ich finde das geil und urig irgendwie. Irgendwie hat das was. Feierabend. Und heute ist Donnerstag. Richtig. Und was ist Donnerstag immer? Richtig. Sünder-Donnerstag. Und was haben wir hier, die Nummer Bro? Auch richtig. McDonald's. Und da geht er jetzt hin. Dadurch, dass ich jetzt viel Zeit verloren hatte, da in Breslau in Polen, ist jetzt schon Feierabend Feierabend angesagt. Die Nummer Bruch. Also wird morgen geladen. Ganz einfach. Da wird jetzt sowieso kein Bus kommen. Stell ich mich gleich mal frecherweise in die Busspur. So rotzfrech bin ich jetzt einfach mal. Tja. Ab und zu muss auch mal frech sein. Die Frage ist nur, komme ich an dem Fall an den Wenzel vorbei? Jo. Die kommen vorbei. Kommen wir hier vorbei? Jo. Sehr schön. Ja, denn ist heute mal Sünder-Donnerstag angesagt. Wie jeden Donnerstag. Ja, wie ich schon sagte, morgen in Neuruppin laden. Um 7. Aber das seht ihr im nächsten Video. Weil für dieses Video sage ich jetzt nämlich. Back a year ago.